Ich kann nicht gleich der Super-Samurai-Kämpfer sein, so das erste Mal das Schwert nach dem Lehrgang ziehen und dann im Kampf. Also sozusagen der Lehrgang ist was anderes als der Kampf selbst. Man nimmt irgendwie an, dass ich eine Idee haben kann und die durchsetze. Und jetzt muss ich auf dem Weg kennenlernen, ob ich überhaupt der Mensch bin, der irgendwas durchsetzen kann, also ob ich es überhaupt kann, ob ich so viel Stoa oder Tapferkeit habe, das auch durchstehen zu wollen. Ich kann ja auch sagen, das soll jemand anderer machen und so weiter. Ich will mir nicht mal das Fell ansengen lassen oder ausschimpfen lassen und so weiter. Dann hat man falsche Erwartungen, dass die Leute einen loben für Innovationen, aber sie kämpfen gegen einen, ja, sie wollen das nicht. Dann sage ich, ja, guck mal, ich bin Innovator und ihr wollt das jetzt nicht? Dann sagen sie, nein, das nicht, mach was anderes. Das wird leider in Deutschland, wie gesagt, unter Scheiternkultur oder so gesehen. Was eigentlich lernen ist oder sich selbst auch kennenlernen oder einschätzen lernen, ob man das will oder kann und ob man Spaß daran hat. Und dass man viel früher die Widerstände erkennt, ja, weil man die jetzt merkt. Ganz normal, wie normal rudern im Fluss, also da, ja, wo die Stromschnellen sind und wie ich das erkenne und so weiter. Das kann ich nicht vom Ufer aus sehen. Und das würde ich sagen, ist Lernen, Lernen, Lernen. Und dieses dumme Gerede von Fehler machen und scheitern, das ist einfach ätzend. Also dass die Leute dabei stehen, das sind diese Booksmarts, sage ich mal im letzten Buch jetzt. Es gibt so Booksmarts, die theoretisch vom Ufer aus sehen, wie man mit einem Kanu da durchmacht im Wildwasser. Ja, und dann sagen sie, jetzt musst du das machen, haben wir ausgerechnet. Das geht nicht. Es wird irgendwie vergessen. Da habe ich so eine heimliche Verzweiflung. Also auch über das Wording von den Leuten, also die da am Ufer stehen, wenn der jetzt auf den Felsen geht oder einmal Kopfstaucher macht, im Kanu, dann sagen sie, er hat einen Fehler gemacht. Hat er nicht, er hat was gelernt.